Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Schein. Heute wieder allein und das ist so gemein, weil Riol hat keinen Bock aufzunehmen, oh ja. Und ich bin einmal zu oft gestorben, jetzt löschen wir erstmal die Waypoints. Nee. Remove. So, Aska Alta ist online, ja, also wir müssen jetzt aufpassen. Ich habe nämlich nicht Bock, wieder zu sterben. Wir räumen jetzt erstmal hier unser Lager leer und nehmen einfach mal alles mit runter in unseren Unterwasserbunker. Da werden wir dann auch irgendwann, ich weiß nicht, so eine Achterbahn oder so, hatte Riol vorgeschlagen, runterbauen. Damit auch jeder, damit wir beiden uns da auch unten treffen können. Ich traue dem Jungen nicht. Nicht Riol traue ich nicht, sondern dem Aska Alta. Nachher kommt der noch hier rüber. Nee. Ja, wir haben ja das Problem, dass uns Erze geklaut worden sind. Und ihr habt ja in die Kommentare geschrieben, dass Riol meine hat oder ich Riols habe. Und ich habe das mal nachgeschaut. Und wir haben es einfach mal abgeglichen, Riol und ich. Und da muss noch wer anders gewesen sein. Es muss einfach wer anders gewesen sein, der einfach unsere Dinger geklaut hat, unsere Sachen. Und wir wissen im Moment noch nicht so richtig, wer. Aber das kriegen wir schon noch raus. Hoffe ich zumindest. So, hier ist ja im Moment unser provisorisches Lager. Ich räume jetzt erstmal alles weg, was ich nicht brauche. Und dann bauen wir jetzt gleich unsere Schmiede. Ich will jetzt nichts Spannendes machen wie Dungeons oder so, wenn Riol nicht dabei ist. Aber ich sag mal, ein bisschen Basebau ist ja auch nicht das Langweiligste, was man machen kann. Deshalb bauen wir jetzt unsere Schmiede. Jetzt muss ich nur mal gucken. Ich hatte doch so ein Buch. Meine Schmelze und ich, oder wie das heißt. So in der Art auf jeden Fall. Alter, wie wenig Items ich habe. Und wenn ich mir so die anderen Spiele angucke, was die alles schon haben, das ist echt zum Heulen. Wo ist mein Buch? Och, jetzt sag nicht, das hat der behalten, als er mich getötet hat. Oh. Ich find's nicht. Och, Mann. Scheiße. Jetzt weiß ich noch nicht mal mehr, wie man die baut. Die Teile. Das ist schlecht, würde ich mal so gerade vermuten. Mist. Okay, kriegen wir ein neues? Wir kriegen ein neues. Irgendwie kriegen wir ein neues. Einfach ein Buch und ein Dings. Ein Buch habe ich und dann einfach eine Pattern daneben. Dann kriege ich ein neues Standardbuch und dann kriege ich die anderen auch irgendwie. So, Pattern kriege ich da raus und muss mir die Sachen jetzt unbedingt alle merken. Ach da, Materials and You. Ja, das Buch habe ich gemeint. Holz brauche ich jede Menge. Und dann gucken wir einfach mal, wie wir die Sachen zu bauen haben. Wir brauchen nämlich zuallererst Pattern. Und ein Pattern und einen Block gibt schon mal den ersten Tisch. Wir brauchen ja mehrere Tische. Und deswegen brauchen wir sowieso ein paar Pattern. Haben wir hier noch ein paar Sticks, bevor ich hier alles neue verballere. Erstmal ein bisschen Holz mit noch. Sticks. Noch irgendwo Sticks vielleicht. Vielleicht noch eine Workbench, dann brauche ich auch keine Workbench noch craften. Aber ich sehe schon, das müssen wir alles neu anfertigen. Ja, komm. Dann müssen wir jetzt erstmal überlegen, wo wollen wir denn die Schmelze überhaupt hinstellen? Ich würde sagen, die sollte möglichst, ja, nicht unbedingt in die Mitte, ne? Also, ich finde den Raum hier schon ziemlich genial für eine Schmelze, wenn ich ehrlich bin. Die Formen hier gefallen mir. Wir brauchen 3x3. 1, 2. Ah, der ist symmetrisch. 2, 3. Nee, wäre ja 4x4. Nee. Was macht unser Gemüse? Naja. Federwälderung schmeißt er mir. Ist auch symmetrisch. 1, 2, 3. Nee, hier würden wir es reinkriegen, aber da ist mir zu eng. Vielleicht machen wir einfach zwei Räume nebeneinander. Nicht nebeneinander. Verbinden die einfach für die Schmelze. Ah, ist schon eng da. Und der hier wäre größer. Aber hier ist natürlich der Gang. Und der Gang. Ach komm, dann machen wir halt eine 4x irgendwas. Ne, geht das überhaupt? Ich weiß gar nicht. Ich nix wissen. Wir machen erstmal eine 3x3 Schmelze. Vielleicht können wir sie ja dann irgendwann erweitern. Mal die Chest weg. Alter, geht die jetzt mal kaputt? Geht doch. So, was brauchen wir denn hier? Sandstone. Ich sehe, ach, der hat da Bricks sind da verarbeitet. Oder Treppen. Nicht wegschwimmen, ihr Sachen. Ich brauche euch noch. Sachen, ich brauche Sachen.
Wie ich jetzt hier nicht dran vorbeikomme, oder was ist da los? So. Ich weiß gar nicht, ob ich so viel Sandstone habe. Ich glaube nämlich nicht. Ups. So. Die Half-Bricks machen wir auch weg. Damit wir nämlich direkt ebenerdig sind. Aber der Boden muss ja sowieso raus, weil ja da dieser komische andere Boden hin sollte. Dieser Steinboden, der den Boden des der Schmelze angibt. Ich weiß ja nicht, wer sich damit schon mal auseinandergesetzt hat. Ich noch nicht so viel. Ich bin da auch gerne über Tipps dankbar, was ich mir craften soll. Ich habe schon gelesen, ich soll mir auf jeden Fall diesen Hammer bauen, womit man dann ganz viel auf einen Schlag wegfarmen kann. Das werde ich auch machen. Das war schon mal ein sehr guter Tipp. Und dann könnt ihr ja mal noch in die Kommentare schreiben, was ihr noch von mir wollt, dass ich baue. Warum renne ich zurück? Jetzt bauen wir erstmal, wenn wir Platz, wenn wir hier noch Platz hätten für die ganzen anderen Sachen, als nur die, also ich würde gerne den ganzen Tische und so noch hier reinstellen. Wenn wir jetzt die Schmiede hier hinsetzen, 1, 2, 3, das ist schon ziemlich eng, ne? Dann machen wir da die Schmiede und dann machen wir den Bearbeitungsraum einfach genau auf die andere Seite. Ich finde das eine gute Idee. Findet ihr auch bestimmt auch. So. Dann haben wir nämlich ein bisschen. Warte mal, was ist denn jetzt hier von. Ah, das sind die vollen Steine. Dann das hier halbe. Dann können wir die wieder wegmachen. Und dann bauen wir hier nämlich den Crafting Room. Da drüben die Schmelze. Und dann haben wir hier auch das Lager für den. Für die Crafting-Sachen und so. Und dann müsste das doch eigentlich ziemlich. Ja. Sollte. Es wird auch mal Zeit, dass ich einen Livestream hiervon mache, weil ich nämlich so dermaßen hinterherhinke, dass ich eigentlich jede Zeit bräuchte, die ich kriegen könnte. Und dazu zählt nun mal auch die Zeit im Stream. So, das ist der erste Tisch. So, dann brauchen wir, glaube ich, einen Crafting-Table mit einem Block. Einen Block mit einem Pattern und einen Chest mit einem Pattern und einen Crafting-Table mit einem Pattern. Und dann Eisenblöcke mit. Ja, das kann ich mir nicht bauen. Die Toolforge kann ich mir nicht bauen. Toll. Super. Dafür muss ich noch farmen gehen. Drying Pit habe ich keinen Plan. Ja, geil. Okay. Naja, bauen wir erstmal das, was wir bauen können. Und gucken wir weiter. Nur weil. Ha, weil der Weiß mir mein ganzes Eisen geklaut hat. Mann. Ich bin so pissig auf den Jungen. Das kriegt er irgendwann zurück. Irgendwann. Jetzt kommt, braucht ihr nicht in die Kommentare. Also, ich weiß nicht, es haben ziemlich viele Leute in die Kommentare geschrieben. Oder nicht in die Kommentare, aber so im Stream oder so geschrieben. Baloui, bist du sauer auf Nodop? Nein, warum sollte ich sauer auf den sein? Der hat mich zwar auch schon getötet und mich als dick bezeichnet, aber pff, wenn ich auf jeden sauer wäre, der mich dick bezeichnen würde, dann könnte ich aber echt einpacken. Nein, nein, nein. Ich bin nicht auf den sauer. Ich finde, der ist ein ganz guter Typ. Ich komme ganz gut mit ihm zurecht, soweit bisher zumindest. Wenn er sich artig verhält, kommen wir bestimmt auch noch länger mit zurück. So, miteinander aus. Quatsch. Laber ich denn da? Ich würde mal gern mit Luke Plays aufnehmen. Also hier mit Luke. Nur bisher hat sich das noch nicht ergeben. Aber das kommt vielleicht noch. Wir werden sehen. Wir werden sehen. So, da fehlt noch irgendwas. Ach so, genau. Der Chest. So. Ein Meteor heißt Crash. Hauptsache nicht in mein Haus. Die Chance, dass hier unten ein Meteor einschlägt, ist ja ziemlich gering. Nein, ist gar nicht gering. Ist genauso groß wie überall anders. Das heißt, ich muss auf jeden Fall auch irgendwann ein Meteorschild hier haben. Nicht, dass mir hier irgendwann mal die Decke auf den Kopf fällt, was ich überhaupt gar nicht cool fände. Ich brauche mehr Platz, ich gerade. Wir stellen das doch etwas anders. Das war der Standardtisch. Das ist der Partbilder. Dann brauchen wir den. Denn der, die das Toolstation. Genau. Halt. Dazwischen muss nämlich die Pattern Chest. Verkackt. So. Weg damit. Dahin und die. Du dahin. Und dazwischen die. Pattern Chest. Jawohl, so muss das. Jetzt haben wir nämlich da unsere Pattern Magazin Ordnungssystem. So, ja, perfekt. Sieht doch schon. Warum habe ich die nicht hier vor Kopf hingestellt? Na egal. Sieht ja schon mal ganz schnieke aus.
haben wir jetzt irgendwie, ja, wir haben diesen einen, den verbessern können wir halt nicht bauen. Den können wir noch nicht bauen, weil wir noch nicht genug Eisen haben. Aber das kommt dann irgendwann später. Drying Pit habe ich keinen Plan, wofür man das braucht. Und ich glaube, das war es hier auch schon, was man dringendes bauen sollte. Barrikade, Grout habe ich, Seed Brick. Yo, dann gehen wir nämlich jetzt in die Smeltery. Smeltery. Können wir die endlich bauen? Und zwar brauchen wir erstmal ein paar Bricks und nicht wenige. Also wir brauchen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 für den Boden. Und dann müssen wir einmal drumherum. Ach, ich habe viel zu wenig. Sicher jetzt schon. Okay, da müssen wir auf jeden Fall noch ein paar Sachen für farmen. Was brauche ich denn dafür noch? Was habe ich denn nicht mehr? Gravel und Cobblestone. Cobblestone. Ich brauche Clay. Clay habe ich hier schon mal nicht mehr. Ach, ich sehe es schon kommen, ey. Grout. Ach, ich habe noch Grout. Ich kann noch ein bisschen Grout brennen. Das ist ja gut. Sand habe ich genug. Gravel habe ich aber nicht mehr viel. Ne, auch nicht mehr. Mist ist das. Ja, und dann müssen wir irgendwann mal ein gescheites Lager bauen. Aber solange wir jetzt einfach noch Grout haben, dann können wir das schon mal brennen, wenn ich die Kohle wieder mitnehme. Nehmen würde, so. Gut. Dann können wir aber trotzdem schon mal anfangen, die Grundfläche von der Schmiede zu bauen. Da das ja jetzt hier leider nicht symmetrisch reinpasst, ja. Auch so nicht. Dann machen wir zwei zum Abstand. Machen links zwei zum... Ach, ich muss das vorbauen. Wo ist Sandstone? Und zwar 1, 2 nach da, also hier auf der Achse und dann 2 nach da. 1, 2 hier. Ne, theoretisch. Ey, kein Waypoint machen. So. 1, 2, 1, 2. Und dann hätten wir 1, 2, 3 und haben da nur einen. Mist. Mist ist das. Können wir die Wand versetzen? Nicht ohne das ganze, die ganze Optik hier zu zerstören. Ja, vor allen Dingen reicht das ja gar nicht. Da muss ja dann noch ein Außenring drum. Och, shit. Das ist viel zu eng hier unten für eine Smeltery. Okay, wir werden die Wand versetzen. Aber deswegen bauen wir sie jetzt erstmal ab und bauen die Smeltery rein. Und dann bauen wir die Wand drumrum. Ist das halt so. Glowstone lasse ich mal noch hängen. Nicht, dass hier nahe Viecher spawnen. Da hätte ich überhaupt keinen Bock drauf hier unten. So. Ich finde, wir sind diese Folge mal äußerst produktiv. Kaum ist mal keiner dabei und kann mich keiner töten. Ich weiß gar nicht, wie jetzt die genauen Regeln sind. Ha! Nein! 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 Alter! Was wollte ich sagen? Achso, ich weiß nicht, wie genau die Regeln sind, wenn ich jetzt... Ich verursache das Wasserrauschen, wa? Wenn da irgendwo was runterfließen kann. Das ist schlecht. Wenn ich jetzt, ich weiß nicht, kann Askalta jetzt zum Beispiel einfach bei mir in die Base kommen und meine Sachen alle kaputt machen, wenn er wollte? Abgesehen davon, dass ich ihn vielleicht umbringen könnte. Also nicht kaputt machen, aber dürfte er theoretisch einfach mich töten hier drin? In meinem Haus? Ich weiß es gerade gar nicht, ehrlich gesagt. So, wenn der Boden erschmelze. Nee, der muss ja, der Boden sollte ebenerdig sein mit dem Eingang und wir wollten den Boden ja auf diese Höhe machen. Das da soll der Boden sein. Außen um die Umrandung, wo dann auch der Abfluss und so drankommt. Oder machen wir es höher? Ja, nee, vielleicht wollen wir ja mehrere Etagen bauen. Nee, wir lassen das mal so. Das heißt, ich kann diese drei Steine wieder wegmachen und direkt an die Stelle den ersten Block der Schmelze setzen. Yay! 1, 2, 3, 1, 2, 3. So weit, so gut. Oh, das da oben, dass das jetzt so rauscht, nervt mich gerade schon ein bisschen, aber die Stelle finde ich doch jetzt nicht, oder? Ah doch, den Profitaucher. Wo ist er? Wo ist der Sand mir auf den Kopf gefallen? Hier irgendwo, man hört es, ne? Man hört es wirklich laut. Echt nervig. Das war's nicht. Schitte. Kann nur hier sein. Okay, wir müssen ganz eindeutig diesen Rauschesound gegen was anderes ersetzen.
Das kriege ich sonst, kriege ich seine Nerven. Den werde ich mal raussuchen. Muss mal einer, vielleicht kann mir einer mal einen Tipp geben, in die Kommentare schreiben, wo sich dieser Sound überhaupt befindet, dass ich da nicht stundenlang suchen muss. So, und Sandstein wollte ich da jetzt eigentlich nicht für verballern. Habe ich nur noch Sand, was ich da drunter stellen kann? Damit wir nicht das wertvollste Zeug hier verbrauchen, was wir haben. Doch, Sand da. Din, 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 das darf alles nicht sein. Und ich habe Hunger. Also da müssen wir auch dran arbeiten. Alter, wir haben so viele Baustellen hier, wo ich einfach noch nicht genau weiß, was ich machen soll. Das ist echt krass. So. Ich glaube, das Rauschen kommt, weil dieses Wasser da unten einfach unter mein Haus fließt oder so. Kein Plan. Das muss ich auf jeden Fall ausschalten. Könnt ihr mal schreiben, einfach, wo ich die Soundfiles dafür finde. Jetzt ist weg. Nein, das ist wieder da. Mist. Hatte mich gerade gefreut. So. Jetzt machen wir das einfach rundherum zu. Was nicht reicht, weil wir nicht genug Stein haben. Mist. Ist was Neues fertig? Naja. Besser als nichts, würde ich sagen, ne? Wir werden auf jeden Fall noch ein neues Zeug farmen müssen. Noch ein bisschen Gravel, noch ein bisschen... Ja, eigentlich ist sie fertig. Guck, sie ist fertig. Jetzt brauchen wir nur noch die Sonderteile, wo ich gerade alles mal vercraftet habe. Nein! Okay, wir müssen also doch noch ein bisschen farmen gehen. Auf jeden Fall brauchen wir noch ein bisschen... Mann, ich trottel. Wie viel... Das reicht gerade für den Controller. Naja. Aber ich brauchte eh welche von den Seed Bricks für die... Für den Iron-Gedöns-Table. Was soll's. Aber wir sind schon mal ein ganzes Stück weiter, würde ich mal so sagen. Aber wir haben auch leider kein Gravier. Ich finde, wir sollten uns hier unten einen Privateingang zu einer Mine machen, wo einfach keiner rein darf. Ich überlege noch gerade wo, weil hier ist so ein schönes Ende. Ja, man könnte hier so eine sagen, hier geht's runter. Pass auf, das probieren wir jetzt einfach mal. Schaufel habe ich nicht. Sand. Dann bauen wir die Wand nämlich zu und sagen einfach, hier geht's in unseren Minenbereich. Oh Mann, dann habe ich schon nur so wenig Eisen, dann verbrauche ich auch noch mein ganzes Eisen mit meiner Pickaxe hier. Oh oh. Das ist jetzt aber schlecht. Ach, ich wollte schon wieder Weg holen. So. Da komme ich doch gar nicht heile durch. Warte, da machen wir... Nee, das ist falsch. Admin Haus brennt. Na, das hilft doch schon mal. Machen wir einmal zwei drauf. Gut ist. So, ich weiß ja nicht. Ich glaube jetzt theoretisch kommen wir doch tief genug, oder? Dann brauchen wir da nicht noch was herkommen. Nein, kommen wir nicht. Wir fangen noch ein tiefer an. Ist das nicht eine tolle Idee? Ich finde, ich habe immer die besten Ideen. So. Hier, und dann gehen wir hier runter. Das sollte dann nicht das Problem sein. Können wir nämlich auch das, der, die das Sand da oben lassen muss, ist. Und ich habe keine Fackeln mehr. Aber auch egal. Ich hoffe ja, dass ich hier Eisen finde, wo ich in Ruhe farmen kann, wo nicht jeder Trollo dahergelaufen kommt und mich direkt umklatscht. Stone. Ich sehe gar nichts. Ja, auf jeden Fall ist das unser Mineneingang. Jetzt müssen wir den nur irgendwie verstecken. Aber das kriegen wir schon noch hin. Ich finde, wir sind hier schon ziemlich gut versorgt mit allem. Vor allen Dingen mit Wassergeräuschen. Und ich verhungere gleich. Die Schmiede ist schon soweit angefangen. Dann ziehen wir hier nämlich die Wand einfach durch. Ja, da weiß ich schon mal genau, wie es weitergeht. So, und da würde ich jetzt auch sagen, beenden wir die Folge an der Stelle. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und ich hoffe, ihr schaltet morgen ein zur nächsten Folge Schein, wo ich hoffentlich nicht wieder alleine aufnehme. Aber das weiß man immer nie so genau. Wenn man arbeitet oder so, dann kann man sich das nicht immer unbedingt aussuchen, wann man mit wem wie aufnehmen kann. Dann
kommt das leider öfters vor, dass man mal alleine aufnehmen muss. Aber das ist nicht so schlimm. In dem Sinne, danke fürs Zuschauen und dann sehen wir uns vielleicht morgen. Haut da rein und tschüss.